Ich habe nicht ganz gewusst, wie ich jubeln soll. Bin dann einfach in die Menge von den Ersatzspielern gelaufen und ja, es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Stillgenossen oder aufgesprungen? Ich bin zwar nicht dynamisch, aber ich habe mich schon von meinem Sitz bewegt. Auf deinem Niveau halt dann entsprechend ausgerastet. Genau, meinem Niveau und meinem Alter entsprechend, ja. Für den Verein und für die Stadt ist das ein Riesenereignis. Für uns als Spieler natürlich auch. Wir haben die ganze Woche darauf hingefiebert. Ja, wir haben zu Recht gewonnen, von daher sind wir heute sehr, sehr glücklich. Ja, so lässt sich Ostern genießen, denke ich. Ne? Ich glaube, wir haben allen Werder-Fans ein schönes Ostern bereitet und uns selber auch. Diese Mannschaft gerade im Moment, die strotzt vor Selbstvertrauen und das hat man, glaube ich, auch heute gesehen. Die Stimmung war wieder außergewöhnlich und die Mannschaft hat sich den Applaus dann aber auch verdient. Ja, ist natürlich Wahnsinn. Also ich glaube, es war schon die ganze Woche die Stadt im Derby-Fieber. Wir hatten dieses Plakat, was wir heute auf dem Platz hatten, hatten wir gestern schon beim Training hängen. Diese Fanmassen, die auch in den letzten Tagen zum Training erschienen sind. Ja, einzigartig. Komme aus Österreich, da sind nicht so viele Zuschauer im Stadion. Aber ich habe in Wien ein paar Derbys gespielt und heute mein erstes Derby hier in Bremen. Versucht irgendwie das Ganze aufzusaugen, die ganze positive Energie, die von den Rängen kommen ist. Und ja, es war schon ein super Gefühl. Was ist deine Empfehlung für die Werder-Fans heute Abend? Ja, die größte Theke in der Stadt suchen und alle dort feiern und den Sieg genießen.